Der Feuerman ist ein anderer? Welcher Feuer... Achso. Ich wollte schon sagen, welcher Feuerman? Von wem redet der da? So. Bis jetzt läuft's, ne? Muss ich sagen. Du bist erledigt. Oh. Wie cool, dass die Wumme so, so qualmt sogar. Das ist ein geiles Detail. So, was haben wir hier? Registrierkasse. Nehmen wir alles wieder mit. Jetzt spielt es sich wieder wie ein ganz normales Bioshock, muss ich sagen. You're making me want to play Bioshock. So. So. Dann gucken wir mal. Also, der hat... Ich dachte, der hat einen Schlüssel oder so dabei. Sah so aus. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Warte mal, kleinen Moment. So, jetzt aber. So, Salz, Lebensenergie haben wir. Aha, aha, Monument Island. Was steht da drauf? Geschlossen auf Anordnung des Propheten. Monument Island. Naja, dann schauen wir mal, ob wir nicht da vielleicht doch reinkommen. Öffne das jetzt Tor. Halt. Was ist bloß los? Warum ist hier... Wer ist er denn? Alter. David und Goliath. Nimm den, was? Fireman die Kraft ab. Okay. Alter Schwede. Jetzt geht's aber ab hier. Deine Kraft. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Ja, man lebt nur einmal. Dann wollen wir mal. Aua. What the fuck? Okay. Teufelskuss. Eine brennende Granate zu werfen. Eine Sprengfalle zu erzeugen. Ah, ist ja interessant. Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Wie? Drücke L2, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halte L2 gedrückt und lasse die Taste dann wieder los, um eine Sprengfalle aufzustellen. Mhm. Also werfen Sie L2. Aber wie schalte ich denn unten die Dings durch? Naja, gucken wir mal. Oh. Wie schalte ich denn? Nein. Ich hab's Ihnen gesagt, komm, Stock. Man verkauft Aua. Der Kundschaft das Paradies... Und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Ach, mit L1, okay. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Negerhäftlinge, Alter. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Alter, Negerhäftlinge, was ist denn hier los? Bin, glaube ich, im falschen Film. Kann das sein? Ich bin erleuchtet. Was? Drück L1, um die Kraft gegen... Ach so, jetzt steht das mit Tauschen. Ah, ja. Aber den muss ich jetzt erledigen. Tut mir leid. So. Das klappt doch schon mal super. So. Das hätten wir. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich will Salz hier mal mithaben. Was hält L1? Ach so, hier kann man auch... Lalalalalalala. Gut, ich bleib mal bei dem Teufelskuss. Hm, Restaurant. Interessant. Gehen das blöde Bereich verlassen, warte mal, abbrechen. Ah, das wäre jetzt ein neues Level. Ich schau mal eben. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Ah, guck mal einer an. Gut, dass wir uns nochmal umgeguckt haben. Hier ist nichts drin.
Bei Bioshock muss man sich immer umgucken. Das war schon immer so gewesen. Auch bei den anderen Teilen. So, jetzt aber. Ja, möchte ich. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Dächer des Comstock Centers. Sie haben eine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war dieser Job für die Katz, denke ich mal. Gehen Sie nach Monument Island. Sie müssen immer noch nach Monument Island kommen. Was? Der Season Pass bringt dir 4 Ausrüstungsgegenstände, ein Maschinengewehr-Update und ein Pistolen-Upgrade. Du erhältst 500 Silver Eagle und 3 Ausrüstungsgegenstände von Industrial Revolution. Hol sie dir im Blue Ribbon. Du hast 3 Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet. Hol sie dir im Blue Ribbon Restaurant ab. Jetzt kommen die ganzen Season Pass Klamotten. Du musst alle Belohnungen einsammeln, bevor du nach Monument Island kannst. Aber ich habe doch gar keinen Season Pass. Das ist doch die Complete Edition. Was will das Spiel von mir? Egal, ich trinke eine Limonade darauf. So. Was haben wir hier? Fläschchen unbekanntes Fusels trinken. Oder halt Munition, aber Munition ist voll. Ich lasse den unbekannten Fusel mal. Wer weiß, was da drin ist in dem Fusel. So, uiuiui. Na, fangen wir mal an von links nach rechts. Das Wort des Propheten präsentiert ein Rückblick auf die Anfänge. Die Produktion von Columbia. Der Traum des Propheten bekommt endlich Flügel. Columbia bringt seine Reise von Amerikas Vision in die Welt zu verbringen. Ende. Was haben wir hier? Ist es dasselbe, oder? Der Prophet widersteht. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Der Prophet und Columbia kämpft für Amerika. Unser Prophet. Der sieht aus wie der Nikolaus. Naja, mal gucken. Den werden wir ja wahrscheinlich noch kennenlernen. So, wir trennen uns von den sogenannten Union. Oder von der sogenannten Union. Columbia sagt sich los von der Union und fliegt in die Wolken. Aha. Was ist denn? Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst eine Ausrüstung im Spiel verwalten. Neuer Hut, elektrischer Schlag, 70%ige Chance, Nahkampfziele zu betäuben. Ziel ist für 4 Sekunden verwundbar. Hosen, aha, Geistersoldat, töte mit Kräftefallen, gibt eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes für kurze Zeit einen geisterhaften Verbündeten wird. Das klingt lustig. Oh Gott, wie viele Sachen gibt's denn hier? Oh mein Gott. Stiefel, Adlerangriff, erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 50%. Neues Hemd, Munitionsvorteil, erhöht die Magazingröße aller Waffen um 75%. Das nehme ich. Da weiß ich jetzt schon, dass ich da wahrscheinlich meine Probleme kriegen werde, so wie bei den anderen Bioshock-Teilen. Ich nehme das mal. So, kann ich die alle nehmen oder was? Ah, ich kann die alle nehmen, achso. Na, dann nimmst du alle. Ich dachte, ich muss mich jetzt hier entscheiden. Ich kann die alle auswählen? Ah, Gesundheit-Infusion, Schild-Infusion und Salz-Infusion. Erhöht die Kapazität. Oh Gott, wann nehme ich denn? Ich nehme mal Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Dann nehme ich mal Schild. Ah, jetzt haben wir oben Schild. Ah ja. Und ich nehme einmal Salz. Komm. Dann haben wir ausgeglichen. Hier haben wir noch eine Registrierkasse. Da nehmen wir noch ein bisschen Geld mit.
Hier liegt noch ein bisschen Lebensenergie, die ist voll. Hier liegt noch Geld rum. Ein Portemonnaie. Und hier liegt noch Salz, wir sind voll ausgerüstet. Ah, wie geil, wir haben sogar ein Schild jetzt. Das ist ja cool. Das gab's vorher auch nicht. So, was haben wir denn hier? Bullensturm. Nahkampfziele werden zurückgestoßen. Annehmen? Ich muss gleich mal im Menü gucken. Warte mal. Neue Stiefelvertreter. Wird ein beherrschter... Was? Ein beherrschter Mensch getötet? Explodiert er? Feinde nehmen 5 Sekunden lang 360 Schaden. Vergleichen? Okay. Neue Hut. Neueste Nachrichten. Wenn Voxophone gefunden werden, liefern sie Silver Eagles. Das ist ja geil. Was habe ich da? Elektrischer Schlag. Warte mal. Das will ich nur annehmen. Aber nicht anlegen. So, was haben wir hier noch? Alter, was kriege ich denn hier alles? Okay. Ist das normal aus, so dass man so viel kriegt? Alter Schwede. Handyman Nemesis erhöht den Schaden gegen Handyman um 50%. Jupp. Zuckerschock. Nach dem Verzehr eines Sacks bewegst du dich 3 Sekunden lang 50% schneller. Verzehren eines Sacks? Das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Oh Gott, wie fürchterlich. Er hat Sack gesagt. Einfach so. So, linke Füße. Ausweichen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Wirkt für Seitenschritte und Rückwärtsgehen. Ja. Ja, glaube ich. Wie kann ich denn... Zwischen Leben und Tod. Was ist das hier? Schild-Upgrade. Fügt ein Magnetabwehrschild... Was? Abwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Was ist mit den beiden los? Alter, ich... Kaffee. Wie kann ich denn... Wie komme ich denn Ziele? Ausrüstung? Aha, hier sieht man den Dings. Okay. Kann ich denn... Ach, hier kann ich jetzt wählen. Ach so. Genau, Nahkampf, das wollte ich sagen. Was haben wir? Munitionsgürtel, genau. Tötet mit Kräftefallen gibt 50%ige Chance. Was haben wir noch hier? Nahkampfziele werden zurückgestoßen, das nehme ich mal. Und was haben wir hier noch? Wird ein beherrschter Mensch getötet. Handyman, Schaden. Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist immer eine Bewegungsgeschwindigkeit. So. Genau, dann haben wir das. Ah, jetzt weiß ich auch, wo das geht. Okay, super. Die beiden sind mir irgendwie nicht suspekt, würde ich sagen. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich... Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht: 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Interessant. Ich höre schon wieder ein Telefon. Die Haken. Ich habe gerade schon wieder ein Telefon klingeln gehört. So. Muss ich jetzt... Wie? Muss ich jetzt... Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte? Um dich an den Frachthaken festzuhalten, siehst du ihn an und drückst jetzt... Achso. Wow, Alter. Das muss magnetisch sein. Alter Schwede, oh Gott. Oh, wie cool das ist. Alter, was? Kann ich die Waffe aufnehmen? Oh,
Wo denn? Boah, wie geil das Gameplay ist. Hier war doch gerade einer, oder? Ach, wir haben ja noch Schild, ne? Stimmt. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier zu viel Leben wieder verlieren, so wie im ersten Teil. Aber diesmal haben wir ja Schild. Was ist das denn? Wie cool, man konnte sogar Gegner von der Dings aus angreifen, das ist ja geil gewesen. Was ist denn da? Was? Du kriegst gleich falscher Hirte. Wie komme ich denn... Alter. Aua. Alter, krass. Oh, was für eine Action hier. Oh, wie cool. Wir werden dich zur Strecke bringen. Was? Nicht suspekt? Wer ist suspekt? In welchem Bezug? Was? Okay, ich treffe den nicht. Was?